Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu We Are Football, herzlich willkommen zurück zum ersten FC Saarbrücken, unserer Trainerstation hier in der dritten Liga. Und das ist unser Kader, mit dem wir die erste Saison angehen werden. Und hier sehen wir jetzt das Angesprochene, hier Stufe 5, wenn wir hier drüber gehen, und da vorne ist der silberne Stern, das heißt, dann ist das hier ein Stufe 6er. Das ist unser Kader, Tormann, ja, 5er. Dann haben wir einen 6er Linksaußen, also linker Außenverteidiger, rechter Außenverteidiger, jeweils 6er. Wir haben 3 6er Innenverteidiger, das ist auch gut. Einen defensiven 6er, zentralen Mittelfeld 6er, offensiv Linksaußen, Rechtsaußen. Also das sieht mir jetzt hier auf den ersten Blick nach einem 4-3-3 aus, was wir spielen. Wir haben eine Viererkette hinten, 3 Mittelfeldspieler und dann 3 Stürmer mit Linksaußen und Rechtsaußen. Ja, gut. Hier hinten seht ihr die Spielerfähigkeiten. Also, wie ihr seht, was blau, alles was blau ist, ist eine, na, wie so, einfach positiv, ja, also eine positive Eigenschaft und eine grüne Eigenschaft, da ist er richtig, richtig stark. Also das ist 2+. Blau ist 1+. Und entgegengesetzt sieht das Ganze so aus. Gelb ist eben eine kleine Schwäche. Und Rot ist eine richtig große Schwäche. Und wie das Ganze jetzt dann funktioniert, schauen wir uns vielleicht mal jetzt bei einem Spieler so als Beispiel an. Wir gehen mal rein hier. Hier erfahren Sie alles über den ausgewählten Spieler und so weiter. Das ist so allgemein gehalten. So, was ich euch zeigen wollte, ist diese Schwächengeschichte. Denn das kann man, also diese Stärken und Schwächen, das kann man im Training alles abarbeiten. Wir gucken mal hier, bei ihm ist es jetzt zum Beispiel, er ist extrem schlecht im Kopfball. Was allerdings als Außenverteidiger nicht so wichtig ist. Ballgewinne ist negativ, das ist nicht so gut. Positiv ist er bei der Schnelligkeit und er schlägt richtig, richtig starke Ecken. Gut, jetzt gucken wir uns mal hier rein. Er arbeitet gerade daran, diese extreme Schwäche im Kopfball zu entfernen. Und jetzt kriegen wir hier so einen, ja, so einen Ball mit eben mit so einem System hier verknüpft. Und das ist bei jedem Spieler, sieht das dann individuell ein bisschen anders aus, je nachdem, was für Stärken und Schwächen er hat. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel seine Stärke Eckball mit 1+. Und hier hat er eben schon die freigeschaltet mit 2+. Und je nachdem, was er hier dann für Stärken hat, bieten sich ihm neue Möglichkeiten. Also weil er eben diese extrem starken Ecken schlägt, hätten wir jetzt diese Sachen hier offen. Flanken mit 1+ oder Übersicht mit 1+. Das könnte er trainieren und dann könnte er eine weitere Stärke bekommen. Ebenfalls bieten sich hier diese Sachen an. Ballbehauptung, Aufbauspiel. In dem Fall hat er bei Aufbauspiel hier schon ein paar Prozentpunkte angesammelt. Das sehen wir hier und ist auch an diesem kleinen gelben Balken hier zu sehen. Und hier zwischendrin sind die Schwächen. Ja, und die kann er abarbeiten. Und dadurch, dass er hier Schwächen hat im Kopfballspiel und in dem Ballgewinn, ist das hier noch geblockt. Ja, da können wir jetzt gar nicht anklicken. Das wäre eine Stärke, die er bekommen kann, aber dazu müssten eben erstmal diese beiden Schwächen weg. Ich hoffe ihr versteht dieses System, das da dahinter steht. Und jetzt ist die Frage, er ist hier schon relativ frei, wie ihr seht, bei diesem Abtrainieren des Kopfballspiels. Aber ich frage mich, ob das wirklich sinnvoll ist. Da werden wir aber eh dann mal bei allen Spielern durchgehen und uns diese Trainingsziele anschauen. Ich wollte euch das jetzt einfach nur mal kurz hier an einem Beispiel zeigen, wie das Ganze funktioniert. Zusätzlich zu diesem Stufensystem, also Stufe 6, das er jetzt hat, hier so berechnet sich dann auch quasi seine Gesamtstärke. Also er ist Stufe 6, dann spielt die Form rein, die ist mit 8 schlecht. Ich glaube, die geht 10 oder geht's, ich weiß nicht, ob sie bis 11 hochgeht, aber 10 ist, glaube ich, die Topform. Je nachdem verändert sich dann auch das. Und was dann eben auch noch reinspielt, diese Stufen, die können sich verbessern. Also wir sehen jetzt hier 72 von 400. Und wenn er die 400 erreicht, dann kommt die nächste Stufe 7. Und auch, was auch wichtig ist, wie schnell das ansteigt, ist dann wieder auch eine Frage seines Talents. Ihr seht hier diese 2 Sterne, also er ist ein großes Talent. Geht, glaube ich, bis 3.
Ja, und eben aus dieser Kombination Stufe, Form und diese Eigenschaften, also Stärken und Schwächen, ergibt sich dann diese 5,6 als Gesamtstärke. So, gehen wir hier mal raus. Das war jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Das ist unser Kader. Jetzt gehen wir rein und machen mal die Aufstellung. Mit diesem Bildschirm beginnt Ihre Arbeitswoche. Wählen Sie Ihre Schwerpunkte durch Anklicken der Pfeile aus. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch zusätzlich um einen Spieler ganz besonders kümmern. Das wollen wir am Anfang nicht. Wir werden den Schwerpunkt in der Trainingswoche auf Fitness legen. Das ist ja schließlich Saisonvorbereitung. Und ja, ich denke, Finanzen und Sponsoren ist das, was wir am Anfang der Saison auch erstmal angehen sollten. Also das passt. Wir können hier jetzt einen Spieler besonders fördern. Und ihr seht, es kostet, also wenn man das jetzt machen würde hier, diesen Spieler zusätzlich boosten, auch das sind alles Aktionspunkte, ne? Dann bekommt er einfach einen größeren Prozentsatz an Fortschritt bei seinem aktuellen Training, was er gerade macht. Oder ein zusätzlicher Trainingsboost für alle, können wir auswählen, würde aber, wie gesagt, einen Aktionspunkt kosten und die sind begrenzt. Brauchen wir jetzt nicht machen, mache ich jetzt am Anfang nicht. So, nächstes Spiel in 13 Tagen. Saisonauftakt ist gegen den VfB Lübeck. Gut, also wir fangen mit der Aufstellung an. Das machen wir in dieser Folge auf jeden Fall. Taktik. So, wir entscheiden uns für. Ach so. Angriffsfußball. Hier unten sehen wir, je nachdem, was ich hier durchschalte, wir sehen den Aufwand. Das ist praktisch die Intensität des Spiels. Das ist, wie die Fähigkeiten dazu sind. Und das sind die Spielerfähigkeiten passend zur Spielerphilosophie. Also hier wird unser Kader quasi mit der Taktik verglichen. Jetzt gucken wir das einfach mal ganz schnell durch. Ah, Angriffsfußball mit kurzen Pässen hört sich so direkter Angriffsfußball. Eigentlich wollte ich Fuß vor dem Tor parken, Spiel zerstören und direkte Pässe. Dann spielen wir Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Und je nachdem, was hier oben ausgewählt ist, haben wir hier unten noch die Chance, das zu drehen. Und ihr seht aber, wir sind dadurch begrenzt. Also wenn ich Angriffsfußball mit kurzen Pässen spiele, dann ist neutral das Defensivste, was geht. Nach vorne kann ich es packen, nach hinten nicht. Und das ist so die Sache, die mich ein bisschen stört. Abgesichertes, ruhiges Aufbauspiel. Ja, da komme ich bis vorsichtig offensiv. Ich denke fast, dass das für unsere Stärke, obwohl wir sind jetzt hier schon stärker als Lübeck. Komm, dann gehen wir das, dann fangen wir mal hier wirklich mit dem hier an. Auf neutral. Okay. Pressing. Punktuell, Gegenpressing punktuell. Hier machen wir mal noch nichts. Das gefällt mir so nicht. Über das Zentrum gehen wir hier gar nicht. Das lassen wir so. Weil ich glaube, wir haben jetzt keinen Spieler, der irgendwie besonders herausragt, dass ich sage, wir haben hier eine richtige Bombe auf links oder so und spielen dann mehr über links. Das haben wir nicht. Das machen wir raus. Spielunterbrechung möchte ich nicht provozieren. Nee. So, Aufstellung. So, ich hatte gesagt, wir wollen 4-3-3 spielen. Ich denke, das hat jetzt auf den ersten Blick auch mit dem Kader gut ausgesehen. Aber wir haben keine Mittelfeldspieler, also keine Außenspieler, sondern wir haben praktisch hier so eine Achse. Haben wir hier irgendwas, was so heißt? Na, okay, das geht eher so in die Richtung. Schauen wir mal. Jetzt befüllen wir das Ganze mal mit Leben. Also, Torhüter. Daniel Batz. Ja,
Das wird er fürs Erste sein. Ob wir ihn behalten, weiß ich nicht, weil das ein Fünfer ist jetzt nicht so prickelnd. Der Vierer auf der Bank. Das ist okay. Auch die Haken machen wir hier mal raus. So, linker. Das passt. Rechts passt. Dann haben wir zwei Innenverteidiger und einen dritten Innenverteidiger mit der gleichen Stärke auf der Bank zum Wechseln. Da gucken wir mal, welchen der drei wir nehmen. Spielervergleich. Lass uns mal diese drei Sechser Innenverteidiger anschauen. Hat er den jetzt genommen? Ich will. Hä? Sind sie das? Innenverteidiger? Ja, das sind sie. Also eigentlich, ich will nur diese drei hier. Das sind meine drei stärksten. Dann haben wir hier noch einen Vierer hinten dran. Also 29, 28, 31. Aufbauspiel gut, Elfmeter gut, Schnelligkeit schlecht, Ballgewinne sehr schlecht. Antritt gut, Stellungsspiel gut, Aufbauspielübersicht schlecht. Starkes Kopfballspiel, lange Pässe sind Schwäche und Übersicht ganz schwach. Ich denke, wenn ich mir das hier jetzt mal anschaue, dann ist der Zellner der schlechteste. Von der Geschichte her würde ich sagen, also ein langsamer Innenverteidiger, der noch dazu extrem schlecht bei Ballgewinnen ist, finde ich nicht so prickelnd. Ja, also wir setzen, glaube ich, auf die beiden, Christopher Schorsch und Bonne Uafero, und werden dann, würde ich fast sagen, oh, guck mal hier, nee. Das ist 22, ne? Der ist 22. Dann würde ich fast sogar den Sverko behalten als Backup und gucken, dass wir den Zellner verkaufen. Gut, dann haben wir schon mal das. Schorsch, naja, war ja auch so aufgestellt. Wir können hier nochmal reingucken nach den Füßen. Das ist ein Rechtsfuß. Wahrscheinlich ist er auch ein Rechtsfuß. Ja. Prüfen wir das nochmal. Zellner wäre auch ein Rechtsfuß. Okay. Und der letzte Innenverteidiger, Sverko, ist ein Linksfuß. Das ist gut. Das ist okay. Dann mach doch dann tun wir den mal da rein. Und den Zellner stellen wir direkt mal auf den Transfermarkt. Wo kann ich das machen? Ja, da muss ich woanders. Muss ich eine andere Aufstellung. So, also Abwehr steht. Defensives Mittelfeld. Der steht hier falsch mit 1,9. Da stimmt was nicht. Wer bist du? Schipnowski. Wo ist der? Hier oben. Zeitz ist mein Defensiver. Jawohl, Kapitän. Manuel Zeitz 5,7. Schlecht im Kopfballspiel, aber gutes Aufbauspiel und ein ganz starker Elfmeterschütze. Linksaußen. Geht auch falsch. Mendler ist mein Linksaußen. Mein Rechtsaußen ist. Das ist der Schipnowski. Ah, 6,2. Der ist gut. Der ist gut. 22 Jahre alt. Markus Mendler. 27, 5,7. Gutes Dribbling, schlechte Ausdauer. Starke Ecken, guter Antritt. Allein gegen den Tormann ist eine Schwäche. Na gut. So, Stürmer. Stürmer, Stürmer, Stürmer ist Sebastian Jakob. Sebastian Jakob ist kopfballstark. Super Elfmeterschütze. Auch ein guter Dribbler. Schlechte Ausdauer, schlechte Ballbehauptung. Ist okay. Jetzt haben wir diese beiden offensiven Mittelfeldpositionen. Die habe ich jetzt besetzt mit Tobias Jennecke und Tim Golley. Da hatten wir, glaube ich, was Besseres, oder? Wir haben hier ja, Perdedai. Das ist ein Sechser.
Schlechte Schusskraft, ganz schlechte Schusstechnik. Naja, gut, der wäre stärker. 5,4 und Fröse ist ebenfalls stärker, ne? 24. Stark, ganz starker Antritt, ganz starke Ecken, gute Schnelligkeit, schlecht im Dribbling. Also da haben wir echt die Qual der Wahl. Maurice de Ville, der kam, glaube ich, vom Waldhof, oder? Ausdauer, Dribbling, Technik, auch gut. Also wir können hier schon ein bisschen wechseln. Wir haben hier echt auch in der zweiten Reihe anständige Spieler. Ich denke, wir werden jetzt erstmal das hier machen. Der Perdedai ersetzt. Wen ersetzt er? Kurze Pässe, lange Pässe. Technik gut. Elfmeter gut. Schlechte Übersicht. Gute Ecken, gute Schusskraft. Wir nehmen mal den Golley raus. Und setzen ihn ein Stück zurück, dass er zum zentralen Mittelfeldspieler wird. So. Oh, der wird besser, wenn ich ihn jetzt. Ja, machen wir so. Genau, so passt es doch. Alles ein bisschen verschoben. 5,4. Ich denke, so sieht es ganz anständig aus. Genau. Dann gucken wir, dass wir den Zellner loswerden. Setzen wir mal die Bank. Ersatztormann. Schwereko haben wir gesagt. Wir haben hier den, da müssen wir auch gleich mal gucken. Sebastian Bösel. Rechtsaußenverteidiger. Super Antritt. Gute Schnelligkeit. Schlechte Flanken wiederum. Wie alt ist der denn? Wo steht denn hier? 25. Und kommt er an dem vorbei, der ist 23, hat aber auch schon Stufe 6. Gutes Stellungsspiel, schlechte Ballgewinne, super Freistöße, ganz schlechte Flanken. Ah, die nehmen sich nicht viel, ne, die beiden? Die nehmen sich nicht viel. Ich meine, sind auch nur 0,3 Punkte. Wenn ich die jetzt mal vergleiche. Ja, das könnte ein enger Kampf werden. Wie sehen hier die Gehälter? Die sind gleich. Marktwerte sind gleich. Das ist natürlich auch die Frage, ne? ob man das will, dass man sich wirklich so zwei Gleichstarke gönnt. Oder ob man einen zu Geld macht. Wir haben immerhin einen Marktwert von fast 500.000. Oh, da ist ja noch einer hinten dran. Mit 5. Also drei Stück von der Sorte gönnen wir uns definitiv nicht. Das ist Quatsch. Da muss auch einer weg. Jetzt gucken wir mal. Der kann Innenverteidiger defensiv spielen. Innenverteidiger rechtes Mittelfeld, rechts, links. Wir spielen aber weder mit rechtem Mittelfeld noch mit linkem Mittelfeld. Ich denke dann... Was hat er denn? Schnelligkeit, Zweikampf. Ich denke, wir werden den abgeben hier. Jason Breitenbach. Gut. Offensiv ist der Golley auf der Bank. Zentral Fröse. Links außen De Ville. Das ist okay, der kann nämlich auch rechts außen spielen. Also der kann hier beide ersetzen. Und dann werden wir den hier verkaufen noch. José Pierre Wungut. Wunguidika. Der kommt weg, Zellner kommt weg und Breitenbach. Das bevor ich jetzt hier mal genau, das machen wir mal gleich. Kader. Kann ich das hier drin machen? Jason Breitenbach. Auf Transferliste setzen, verkaufen. Innenverteidiger haben wir gesagt, Zellner. Auf Transferliste setzen. Linker Außen, der hier. Oh, da haben wir drei, da haben wir sogar vier Stück. Auf Transferliste. Was war mit dem? 22.
Oh, der hat einen richtig dicken Marktwert und kommt aber momentan bei uns nicht zum Zug. Entweder wir verleihen ihn. Komm, wir setzen den mal raus zum Verleihen. Vielleicht kommt da ja was. So, ne, halt. Noch ein bisschen kämpfe ich mit dem Menü. So, offensiv fällt mir hier noch ein. Also nehmen wir den hier mal. Haben wir einen Ersatzstürmer? Wir haben keinen Ersatzstürmer. Also, das heißt, da müssen wir schon mal nachbessern. Ich glaube, einen Stürmer müssen wir kaufen. Entweder dann sogar einen besseren als ihn, wenn wir da was kriegen. Oder zumindest einen Ersatz. Und auch auf der Torhüterposition bin ich nicht hundertprozentig zufrieden mit diesem Fünfer. Gut, also, das war's. Aufstellung steht. In der nächsten Folge kümmern wir uns um einen Stürmer und einen Torwart. Also, ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute, haut rein. Tschö, tschö.